Die Queen Mary II ist der einzige existierende Ozeanliner und wir schauen uns heute einmal an, wie dieses Schiff aussieht und damit ganz herzlich willkommen hier zu meinem Rundgang über die Queen Mary II. Und bevor wir uns das Schiff von innen anschauen, fangen wir einmal von außen an. Wir schauen uns hier das mal von der Wasserseite aus an. Queen Mary II hier in Hamburg, Liegenterminal Steinwerder, und ich bin hier mit einer Hafenrundfahrt daran vorbeigefahren. Ja, also vorweg, die Queen Mary II ist kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein Transatlantikliner, ein Ozeanliner, wie man das früher noch kannte, als es noch nicht den Flugverkehr gab. Sie fährt eben regelmäßig immer zwischen Southampton und Hamburg und New York, macht aber eben hauptsächlich auch ganz normale Kreuzfahrten, ist aber offiziell ein Transatlantikliner. Und da eben der letzte noch existierende, noch fahrende und auch gleichzeitig der größte jemals gebaute. Sie wird von der britischen Reederei Cunard betrieben, ist 345 Meter lang, 45 Meter breit, erreicht eine Höhe von 72 Meter, ein Tiefgang von ca. 10 Metern und sie kann knapp 2700 Passagiere befördern. Sie gehört immer noch zu den 30 größten Kreuzfahrtschiffen der Welt, wenn man sie hier mal zu den Kreuzfahrtschiffen dazu rechnet, hat dabei aber deutlich weniger Passagiere als alle anderen so großen Schiffe, denn das ist eben noch ein Schiff, was auf Größe ausgelegt ist, auch im Innenraum eben auf Größe und auf Platz, und deswegen schauen wir uns jetzt das Ganze einmal von innen an. Wie sieht die Queen Mary II von innen aus? Wir fangen nun ganz unten auf Deck 2 an und arbeiten uns dann Deck für Deck nach oben. Und hier einmal auf Deck 2, dort befinden sich die untersten Kabinen, das sind Einzelkabinen. Nur auf einer Seite gibt es hier einen kleinen Kabinengang, nur auf der Backbordseite in der Mitte des Schiffes. Wir gehen jetzt in Richtung des Hecks und hier befindet sich jetzt einer der vier Treppenhäuser. Also vier Treppenhäuser gibt es insgesamt auf der Queen Mary II und das hier ist das Treppenhaus Nummer C. Die sind also nach Buchstaben benannt: A, B, C und D. A ganz vorne und D ganz hinten. Und hier befindet sich jetzt auch der Eingang in das Britannia-Restaurant, ist das Hauptrestaurant an Bord für alle Gäste der Britannia-Kategorie. Das sind also alle, die keine Suiten der Princess- oder Queens-Klasse gebucht haben, sind somit die meisten Gäste. Demzufolge auch das größte Restaurant und auch eigentlich von der Räumlichkeit her das schönste. Es erinnert wirklich hier noch stark an Titanic und andere Transatlantikliner, was sich ja auch durch das gesamte Schiffskonzept durchzieht. Und hier wird in zwei Sitzungen an festen Tischen gegessen. Vom Britannia-Restaurant aus gehen wir jetzt in Richtung Bug. Wir gehen nach vorne, hier erstmal wieder am Treppenhaus C mit den Fahrstühlen vorbei. Und dann kommt man hier in diesen Bereich. Hier befindet sich jetzt auf der Backbordseite, also links, der Fotoladen, hier kann man die Fotos kaufen. Und auf der anderen Seite befindet sich der Golden Lion Pub, also ein britisch Pub, richtig auch klassisches Design für einen britisch Pub, das kann man hier ganz gut sehen. Das fungiert hauptsächlich als Bar, ihr seht dort links auch Live-Musik wird es dort immer geben. Allerdings gibt es ja auch kleinere Speisen, typisch britische Speisen, die man hier bestellen kann. Wir gehen weiter nach vorne und kommen jetzt hier durch diesen eleganten und breiten Gang in die Grand Lobby. Die Grand Lobby ist das Atrium und somit auch das Herzstück des Schiffes hier. Reicht über viele Etagen, also seht ihr zwei Hauptetagen und dann geht es noch weiter nach oben. Insgesamt also fünf Etagen. Hier in der Grand Lobby habt ihr wieder eine geschwungene Treppe, diesen Tisch mit diesem schönen Blumenschmuck. Dann habt ihr auch noch hier Rezeption und Ausflugscounter. Und auch hier zeigt sich einfach wieder die typisch großzügige Gestaltung der Queen Mary II. Dann auf der Backbordseite befindet sich hier auch das Bordcasino. Und wir gehen jetzt noch weiter nach vorne, weiter hier durch so einen schönen breiten Gang und kommen jetzt in das Treppenhaus B. Und da seht ihr jetzt hier auch schon, die ganzen Wände sind eigentlich wie eine Art Museum genutzt. Also überall findet man dort Informationen über die Geschichte von Cunard. Wir
weiter. Hier links befindet sich jetzt der Eingang in das Theater. Da schauen wir aber später erst rein. Wir gehen nämlich noch ein Stück weiter nach vorne. Hier einmal durch diesen Gang, wo ihr sehen könnt, rechts stehen Tische bereit, wo man Spiele spielen kann und Puzzles auslegen kann und vieles mehr. Und wir kommen jetzt hier in den Bereich Connections. Hier in diesem Connections-Bereich gibt es verschiedene Angebote. Man hat hier erstmal quasi diese Lobby im Vorraum, auch mit einem Counter. Dann hat man hier, wo wir jetzt hinkommen, eine Art Internetcafé. Das wird heutzutage natürlich nicht mehr ganz so sehr genutzt, aber gerade bei Transatlantikreisen hat man natürlich noch kein bezahlbares Internet auf dem Handy, aber auch an Bord sind die Gebühren wegen Satellitentelefon natürlich sehr, sehr teuer. Das heißt, viele nutzen hier eigentlich eher die Chance, aufs Internet zu verzichten mal und nutzen das so als Ruhepause. Wir gehen hier aber jetzt erstmal weiter dran vorbei, kommen durch diesen Gang, wo die ganzen Hafenplaketten angebracht werden, in den Erstanläufen. Und dann haben wir Deck 2 schon komplett gesehen. Wir machen nun weiter auf Deck 3 und Deck 3 ist in zwei Bereiche aufgeteilt, Deck 3L und Deck 3. Das liegt einfach daran, dass die Deckenhöhe hier so hoch ist, dass es eigentlich zwei Decks wären, aber man braucht die Deckenhöhe hier zum Beispiel eben für die Theater, die ich euch zeigen werde. Wir gehen jetzt einmal von vorne bis nach hinten. Wir fangen hier vorne an, das ist eigentlich nur ein Gang, der aber als Museum sozusagen genutzt wird. Hier überall Bilder mit Erklärungen. Hier seht ihr jetzt auch, hier geht es abwärts quasi ein Gang, der eine Neigung hat. Und hier befindet sich jetzt der Eingang ins Connections Planetarium. Da schauen wir jetzt einmal rein. Das kann man hier am Connections Desk sich eine Reservierung für machen. Und dann kann man hier das Planetarium benutzen. Ihr seht, hier oben in der Decke befindet sich ein runder Bildschirm. Hier werden die Sterne drauf projiziert und die Stühle lassen sich dann noch nach hinten neigen. Man kann das aber natürlich auch als ganz normales Theater benutzen. Ihr seht vorne eine ganz reguläre Bühne. Wir gehen weiter. Hier einmal diese kurze Treppe runter. Und durch diesen Gang hier durch. Hier kann man sich auch noch gemütlich in Ruhe hinsetzen, wenn man zum Beispiel ein Buch lesen möchte. Und dann kommen wir jetzt hier links wieder eine kleine Treppe hinauf. Ist aber alles Deck 3, liegt eben daran, dass die Deckenhöhe hier so groß ist. Und wir schauen jetzt hier links einmal in das Haupttheater des Schiffes hinein. Es trägt den Namen Royal Court Theater und ist eben das Haupttheater des Schiffes, wo abends die großen Abendprogramme zum Beispiel stattfinden. Ihr seht hier über zwei Etagen, aber nicht genügend Platz für alle Passagiere, sondern die Shows finden hier immer zweimal statt. Wir gehen jetzt hier nochmal in Richtung Grand Lobby und kommen hier vorbei an verschiedenen Shops. Hier gibt es zum Beispiel zollfreie Ware, war leider während meiner gesamten Reise über geschlossen. Auf Nachfrage hat man dann erklärt, aus zolltechnischen Gründen dürfen die leider erst nach Southampton auf der Transatlantikpassage öffnen. Gibt aber noch viele weitere Geschäfte hier, zum Beispiel Parfüm, und dann gibt es auch noch verschiedene Modegeschäfte, auch von namhaften Firmen. Und natürlich auch noch einen Shop für Kleidung und Logoartikel, die dann natürlich bei den Touristen auch besonders beliebt sind. Hier befinden wir uns wieder jetzt in der Grand Lobby, diesmal eben auf Deck 3. Und auch hier seht ihr eben oben nochmal drei Etagen. Und unten wieder dieser sehr, sehr schöne Blumenstrauß, gewaltige Blumenstrauß als Deko-Element in der Mitte. So, wir schauen jetzt hier einmal links weiter, denn hier befindet sich gleich wieder eine Bar. Natürlich auch noch weitere Geschäfte für Schmuck und Uhren und eigentlich alles, was man sich so wünschen kann, kann man hier für oft auch viel Geld, aber nicht überteuert, nicht unbedingt alles überteuert. Verschiedene Preisranges gibt es hier. Kann man alles kaufen, was das Herz begehrt. Wir kommen jetzt hier in die Champagne Bar.
Das hier eine kleine gemütliche Bar, auch hier mit einem Klavier natürlich für Live-Musik. Das ist wie auf den meisten Kreuzfahrtschiffen, gibt es das eigentlich so eine typische Lobbybar, die eigentlich im Atrium oder in der Lobby mit integriert ist. Von hier aus geht es jetzt direkt in den Chartroom. Das ist die nächste Bar. Ihr seht hier auch der Teppich entsprechend einer Karte gestaltet. Also man merkt hier, man hat sich wirklich überall viel Gedanken über die Gestaltung des Schiffes gemacht. Chartroom, auch eine gemütliche Bar und auch hier natürlich eine kleine Bühne für Live-Musik. Wir gehen auf die andere Seite des Schiffes und dort befindet sich Sir Samuels. Hier befindet sich eine Bar, die sich die Schokolade zum Schwerpunkt gemacht hat. Ihr seht hier diesen Firmennamen Godiva. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Von denen ist das hier quasi gesponsert und hier gibt es alles, was das Schokoladenherz, aber noch vieles mehr natürlich auch, begehrt. Und wir gehen nochmal ein Stück weiter hinter und hier haben wir nochmal kurz einen Blick auf den Deckplan, wo wir uns befinden. Und wir gehen jetzt hier nochmal geradeaus weiter und kommen hier in die obere Etage des Britannia Restaurants. Haben wir uns ja schon eben angeschaut. Und jetzt schauen wir einmal hier in die obere Etage. Also ihr seht hier sehr, sehr elegant mit dieser wundervollen beleuchteten Decke. Also ich finde, das ist wirklich eines der schönsten Restaurants auf See, die ich so bisher kennenlernen durfte. Dann gibt es hier nochmal eine kleine Räumlichkeit, sie nennt sich Taste Room, war jetzt in dem Fall aber verschlossen. Und dann gehen wir einmal hier auf der Backbordseite die Treppe hinunter. Nur ganz kurz, um euch zu zeigen, was sich hier befindet, denn hier befinden sich ein paar Kabinen auf Deck 3, da kommt man jetzt dank, wenn man durch diese Tür geht, und wir gehen jetzt aber auf der Steuerbordseite runter und kommen dann hier in die Clarendon Fine Art Gallery. Also eine Kunstgalerie, hier kann ich Kunstwerke kaufen. Ich habe mir nicht alles angeschaut, aber ich habe Kunstwerke zwischen $300 und bis zu $20.000. Aber ich habe mir wirklich nur einen kleinen Bruchteil angeguckt. Es kann in beide Richtungen noch mehr oder weniger sein. Hinter der Clarendon Fine Art Gallery komme ich jetzt hier rechts nochmal ins Britannia Restaurant oder hier links in den Queen's Room. Und der Queen's Room, das ist ein klassischer Ballsaal, der aber natürlich auch als Lounge genutzt wird. Aber er hat eben eine sehr große Bühne mit sehr großer Tanzfläche und hier finden am Galaabend zum Beispiel auch tatsächlich klassische Ballabende statt. Und da wurde tatsächlich auch getanzt. Denn eine Besonderheit auf der Queen Mary II ist ja die Kleiderordnung, die hier noch deutlich strenger ausgelegt wird als auf den meisten Kreuzfahrtschiffen. Es gibt immer eine legere Alternative, aber in den meisten Bereichen ist es dann wirklich dunkler Anzug mit Krawatte für den Herren und entsprechendes für die Dame. Also man soll sich hier wirklich dran halten und es funktioniert auf diesem Schiff wirklich wunderbar und es ist eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Die findet man so auf Kreuzfahrtschiffen heute leider nicht mehr, aber es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, wenn wirklich alle Gäste sehr, sehr gut gekleidet sind. Wir gehen jetzt hier weiter und kommen hier ins G32. Das ist der Nachtclub, die Diskothek an Bord. G32, der Name, das ist die Nummer des Schiffes auf der Werft. Also unter dieser Baunummer wurde das Schiff auf der Werft gebaut. Der Nachtclub über 2 Etagen und auch der war am späten Abend wirklich gut gefüllt. Also das muss man sagen, da waren die Leute auch wirklich am Tanzen. Und er war eben voll, also man kann jetzt nicht sagen, nur weil das Schiff ein bisschen klassischer ausgelegt ist, dass das in irgendeiner Form langweilig wäre. Nee, hier war immer viel los, auch das Publikum war nicht alt, also es war ein sehr durchwachsenes Publikum. Und das finde ich das Schöne, auch die jungen Leute waren hier wirklich sehr gut gekleidet. Das ist wirklich was ganz Besonderes, was man so, glaube ich, nur noch auf Schiffen wie der Queen Mary II finden kann. Das war's für Deck 3 und wir machen jetzt weiter auf Deck 4. Auf Deck 4 befinden sich allerdings nur Kabinen, hier gibt es gar nichts weiter zu sehen und deshalb machen wir gleich weiter auf Deck 5. Und selbes Spiel hier auf Deck 5, auch hier nur Kabinen, nichts was ich euch zeigen könnte, also gleich nochmal weiter auf Deck 6.
So, Deck 6 hat fast nur Kabinen, aber ganz am Heck, da gibt es noch was, was wir uns anschauen können. Deswegen gehen wir einmal durch den Kabinengang hindurch und kommen jetzt hier zum Heck hin. Hier befindet sich nämlich das erste Außendeck. Und falls ihr euch wundert, warum alles so leer ist und warum es dunkel ist, ich bin extra früh aufgestanden, 6 Uhr morgens am Urlaub, am Seetag, um für euch ein möglichst schönes Video zu machen, wo ich möglichst wenig Gäste verpixeln muss, Datenschutz. Und wenn gar keine Gäste da sind, sind natürlich die Bilder viel schöner, deswegen bin ich da früh aufgestanden, deswegen war es draußen aber auch noch dunkel. Auf Deck 6 befindet sich ein Kids- und Teens-Club und auch ein Pool, der speziell für die Kinder auch gedacht ist. Ein spezieller Bereich eigentlich für die Kinder hier. Wir gehen ein Deck höher auf Deck Nummer 7. Deck Nummer 7 ist das Promenadendeck. Wir schauen hier einmal den Queen's Grill. Das ist das Restaurant für alle Gäste, die die Kabinen der Queens-Kategorie, also die Suiten, gebucht haben. Die haben hier ihr eigenes Restaurant. Wir gehen von der Promenade jetzt einmal nach drinnen, kommen hier zur Grills Lounge. Und diese Lounge ist speziell für Gäste der Princess- und Queens-Kategorien. Anders aber als auf vielen neuen Schiffen gibt es hier nicht so einen komplett abgeschotteten Bereich, nur die besser zahlenden Gäste, sondern das ist eben einfach ein Bereich, aber man kann den ganz normal betreten, man kann reingucken. Und hier das Restaurant der Gäste der Princess-Kategorie, das ist dann der Princess Grill. Wir gehen hier nochmal nach draußen, nochmal eine Runde über das Promenadendeck und gehen jetzt hier zum nächsten Eingang wieder rein. Und wir kommen jetzt hier zum King's Court Restaurant. King's Court, das ist das Buffet-Restaurant an Bord, aber auch das sehr, sehr elegant gestaltet, also es sieht einfach wirklich sehr, sehr schön aus. Hier kann man rund um die Uhr irgendwas zu essen finden. Das King's Court Restaurant ist ziemlich groß und verschachtelt. Nicht verschachtelt, aber es ist sehr groß, hat aber viele kleine Sitzbereiche. Nachteil ist, man muss teilweise relativ weit zum Buffet laufen. Vorteil ist, es ist aber nicht so laut. Das heißt, diese Kantinenatmosphäre, die man häufig in Buffet-Restaurants hat, kommt hier gar nicht erst auf. Wir gehen weiter in die Carinthia Lounge. Die Carinthia Lounge ist eine der klassischen Lounges an Bord, ist aber meiner Meinung nach von der Gestaltung her die schönste. Also das ist wirklich 5-Sterne-Hotel par excellence, sehr geschmackvoll gestaltet, bequeme Sitzmöbel, einfach nur schön. Ich finde sie wirklich sehr, sehr schön gelungen, modern, klassisch, elegant, was will man mehr? Auch hier abends natürlich Live-Musik und Programm. Generell muss man sagen, bei Cunard, das Tagesprogramm ist wirklich gut gefüllt, also Langeweile kommt hier nicht, auch nicht an einem Seetag. Wir kommen jetzt in den Wellnessbereich Canyon Ranch. Da gibt es verschiedenste Bereiche, einen Spa-Club, einen Thalasso-Pool und natürlich noch vieles mehr. Das kann ich euch nicht alles zeigen, erst recht nicht um 6 Uhr morgens. Aber auch wenn es geöffnet ist, wenn da Gäste drin sind, kann ich das auch nicht zeigen. Man kommt da natürlich dann auch nur rein, wenn man einen Termin hat. Was ich euch zeigen kann, das ist das Fitnessstudio. Und das war tatsächlich auch um 6.30 Uhr inzwischen morgens schon besetzt. Also da waren schon Gäste am Sport machen vorm Frühstück. Respekt an diese Leute, die das im Urlaub auch so durchziehen können. Wir gehen jetzt nochmal auf das Promenadendeck und hier etwas, das sieht man heutzutage auf Schiffen auch selten, ein Außendeck, was quasi innen liegt. Also man hat hier ein Außendeck, aber nochmal eine Schutzwand davor, ist auch eben hier wieder dem hohen Wellen und dem Wetter auf dem Atlantik geschuldet. Das Schiff ist wie gesagt speziell darauf ausgelegt, dem Sturm und schlechtem Wetter standzuhalten. Damit man also auch bei schlechtem Wetter einmal rund umgehen kann, ist das hier vorne windgeschützt. Man kann aber auch nach ganz draußen gehen und hat hier einen Blick oben auf die Brücke und Richtung Bug. Das war ziemlich windig, das seht ihr hier, wenn ihr auf den Fußboden achtet, wie das Wasser hier hin und her weht, was hier steht. Also schnell wieder in den windgeschützten Bereich. Und jetzt sind wir hier auf der Backbordseite und auch hier
einmal die Promenade geht bis zum Heck. Wir gehen aber wieder rein. Sind jetzt wieder hier, wo wir eben waren, im Canyon Ranch Bereich. Und wir gehen jetzt wieder ein Deck höher. Auch hier nochmal ein Bereich Canyon Ranch, der also sich hier auf zwei Etagen befindet. Deck 7 und Deck 8. Außerdem auf Deck 8 die Buchhandlung und die Bibliothek. Und das ist wirklich wunderschön gestaltet. Ihr seht das hier. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde das wirklich genial gemacht mit dem Licht in den Schränken. Das sieht so toll aus und ist einfach ein total gemütlicher Bereich. Ist auch eine der größten Bibliotheken auf See. Also ist eine wahnsinnig große Auswahl an Büchern, die hier vorhanden ist. Ja, Deck 8 hat ganz vorne hier die Bibliothek zu bieten und ganz am Heck auch noch etwas, hier nochmal der Blick in die Buchhandlung. Ja, ganz am Heck befindet sich auch noch etwas, das heißt, wir müssen jetzt einmal durch das ganze Schiff laufen und das machen wir hier durch den Kabinengang und das ist auch was ich sehr schön finde in dem Schiff. Es ist wenig verschachtelt, wenig kompliziert. Ihr seht, der Gang bis zum anderen Ende komplett gerade, sodass man sich nicht so sehr verlaufen kann. Wir sind jetzt schon am Heck und hier befindet sich The Veranda und das ist das Spezialitätenrestaurant an Bord. Ein Zuzahlrestaurant, kleine Lounge-Ecke für jeden Gast zu nutzen und hier drüben ist eben der Restaurantbereich. Hier auch nochmal am Tage, man zahlt mittags $25 und abends $39 Aufpreis. Dahinter gibt es dann auch nochmal ein Außendeck, den hatte ich bei meinem Rundgang vergessen, deshalb hier jetzt schon bei Tag. Ja, der Außenbereich hier auch nochmal mit einem Pool. Von Deck 8, ihr seht das hier vorne und hinten was, in der Mitte nur Kabinen und wir gehen jetzt ein Deck höher auf Deck Nummer 9. Auf Deck Nummer 9 gibt es natürlich nur im vorderen Bereich etwas und das heißt wieder einmal durch das ganze Schiff. Hier befindet sich auch die Concierge Lounge, auch nochmal ein Bereich speziell für die Suitengäste mit einem persönlichen Ansprechpartner. Und ganz vorne befindet sich dann meine persönliche Lieblingsbar, das ist der Commodore Club. Das ist eine relativ kleine Lounge. Hier gibt es nochmal zwei extra Räume, zum einen den Boardroom und auf der anderen Seite Churchill's Cigar Lounge. Der Commodore Club ist eine klassische Cocktailbar. Man hat hier einen großen Barbereich und Plätze am Fenster mit Blick nach vorne über den Bug heraus. Allerdings ab Sonnenuntergang müssen hier die Sonnenblenden zugezogen werden, damit der Kapitän nicht durch das Licht gestört wird. Das heißt, ab Sonnenuntergang ist es hier oben auch nicht mehr so voll, aber gerade an Seetagen sind die Plätze hier sehr begehrt. Das hier jetzt der Blick in Churchill's Cigar Lounge und da, ihr seht es, Cigarette Smoking is not permitted, also da dürft ihr nur Zigarren rauchen, aber keine Zigaretten. Und auch hier an dieser Bar gibt es natürlich einen Dresscode, Smart Attire ab 18 Uhr. Das ist jeden Tag der Fall. Das heißt, man muss mindestens ein Jackett anziehen und wenn man keins hat, wird man auch freundlich gebeten, sich eins anzuziehen. Also auch hier achtet man auf die Kleiderordnung, ohne dass das jetzt irgendwie anstrengend wäre oder sowas. Und es ist einfach eine elegante Atmosphäre, ohne dass man das jetzt so das Gefühl hätte, man ist hier in einem gezwungenen Raum oder dass man sich unangenehm fühlen würde. Nein, es ist ganz entspannt, aber man soll eben gut gekleidet sein. So, wir überspringen jetzt ein Deck. Deck Nummer 10 überspringen wir, denn da befinden sich auch nur Kabinen. Und wir fahren jetzt hier mit dem Panorama-Fahrstuhl. Gibt es nur ganz vorne einen Glasfahrstuhl, direkt auf Deck Nummer 11. Hier gibt es ein Außendeck. Das kann ich mir jetzt hier nur von der Steuerbordseite die Tür öffnen, weil der Wind inzwischen so stark war, dass ich auf der Backbordseite die Tür tatsächlich nicht mehr aufgebekommen habe. Und das ist jetzt hier der Außenbereich. Und das finde ich auch ganz toll. Blick vorne über den Bug raus.
aber auch nach hinten der Blick toll, weil man hier eben auf Höhe mit der Brücke ist. Das heißt, man kann hier auch seitlich auf das Schiff schauen, finde ich auch ganz toll. Und man kann natürlich vorne einmal rumgehen, auch bis zur anderen Seite, aber da, wie gesagt, der Wind schon ziemlich extrem. Ihr seht das auch, der Seegang schon ganz ordentlich. Aber noch alles im Rahmen. Ja, das ist der Blick nach vorne raus. Hier seht ihr einmal schön das Logo der Queen Mary 2 und wir gehen jetzt aber schnell wieder rein, wo kein Wind weht. Das ist ein klassisches Kartenspielzimmer. Also ihr seht hier die Tische speziell zum Beispiel für das Spiel Bridge oder zum Puzzeln oder vieles weitere kann man hier machen. Das ist der Atlantic Room, eben ein klassisches Kartenspielzimmer. So, Deck Nummer 11 haben wir jetzt den vorderen Teil abgehakt und selbstverständlich gibt es auch hier wieder am Heck etwas zu sehen. Hier befindet sich die Grills Terrace. Hat nichts mit dem Grillen, Barbecue zu tun, sondern eben, das ist hier für die Gäste der Queens und Princess Kategorie. Und da heißen die Restaurants ja Princess und Queens Grill. Deswegen die Terrasse hier für die Suiten Gäste. Kann man aber auch ganz normal betreten. Man wird eben nur mit einem Schild freundlich darauf hingewiesen, dass das eben speziell für die Suiten Gäste gedacht ist. Wir machen weiter auf Deck 12. Deck 12 jetzt das erste große Sonnendeck oben. Hier hat man einmal Kennels, das ist ein Bereich für Haustierbesitzer. Und man hat hier das Boardwalk Café, das wäre jetzt ein Außenrestaurant, war allerdings bei dem Wetter hier und um die Uhrzeit sowieso geschlossen. Eine Besonderheit von der Queen Mary 2 ist, es gibt auf dem Sonnendeck oben draußen keinen Pool, sondern die Decks sind hier wirklich noch zum Sonnenbaden gedacht, so wie das auf den klassischen Transatlantiklinern eben auch war. Aber in der Mitte des Schiffes gibt es den Pavillon, das ist ein überdachter Bereich, wo man das Dach bei gutem Wetter auch öffnen kann und dort befindet sich dann auch ein weiterer Pool, den man eben auch bei schlechtem Wetter dann nutzen kann. Schauen wir uns den Bereich hier einmal an, also einmal der Pool und zwei Whirlpools und dann haben wir hier ein Fotostudio und einen Golfsimulator in der einen Richtung. Man sieht auch hier kann Live-Musik gespielt werden, Tischtennis kann man spielen und auch eine Bar ist hier vorhanden und wir gehen jetzt weiter nach vorne. Hier hat man eine Tafel, das sieht man auch in der Kabine auf Fernseher immer, wo man sich befindet und alle möglichen Informationen. Gibt sehr viele schiffseigene Fernsehkanäle, wo man alles kriegt. Aber hier auch nochmal Facts and Figures, also Fakten und Zahlen über das Schiff, kann man hier auch nochmal alles nachlesen. Ja, das war's zu Deck 12. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Und wir gehen jetzt nochmal ein Deck höher und kommen jetzt hier auf Deck Nummer 13. Das oberste Deck. Hier seht ihr schon Closed High Winds, also die Aussichtsplattform kann ich hier gar nicht mehr betreten. Ansonsten gibt es hier noch ein Sonnendeck und das Sports Center, also gibt es hier zwei diese Käfige sozusagen, wo man Sport betreiben kann, ohne dass Bälle oder ähnliches direkt im Meer landen. Von hier hinten kam ich dann auch nochmal hoch zur Aussichtsplattform. Also ihr seht hier auch dieser Bereich ganz vorne oben kaum genutzt. Auch das eben bei schlechtem Wetter kaum zu nutzen. Deshalb gibt es hier nur einmal die Möglichkeit, nach vorne zu gehen, um zu gucken. Aber hier war der Wind schon wirklich extrem. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, vorwärts zu laufen. Mich hat der Wind teilweise wieder zurückgeweht. Deswegen absolut verständlich, dass man hier die Türen schon mal gesperrt hatte. Weil das ist einfach gefährlich, wenn der Wind da die Tür greift und zuschlägt. Wenn dann Finger dazwischen ist, dann ist der ab. Hier seht ihr die Schiffsglocke und das ist hier eben der Aussichtsbereich, den man jetzt nur noch über die Treppen erreichen konnte. Das ist es auch gewesen von meinem Rundgang über die Queen Mary 2. Wir haben jetzt einmal das ganze Schiff von unten bis oben erkundet. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Meiner Meinung nach wirklich ein wunderschönes Schiff. Und mehr vom Schiff seht ihr auch in den nächsten Videos. Das sind dann nämlich die Vlogs von Bord.
Hier seht ihr erstmal, von wem die Musik stammt, wann eben das nächste Video kommt. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt und freue mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder.